Schauen wir uns mal ein paar ungültige Beispiele an. Hier gibt es eine Prozedur P mit einem lokalen Parameter x. Und hier wird versucht, eine Variable z zu nutzen. Die gibt es aber nirgendwo. Deswegen liefert der Compiler einen Fehler. An dieser Stelle meckert der Compiler ebenfalls. Hier wird eine Variable mit dem Namen x eingeführt. Und hier soll jetzt eine weitere Variable mit dem Namen x definiert werden. Das geht nicht. Der Compiler meldet, x ist doppelt definiert. Und j gleich i meckert der Compiler auch, weil i ist nicht gültig. I ist zwar hier oben mal deklariert, definiert worden, aber der Gültigkeitsbereich endet hier. In dieser Prozedur wird zunächst hier eine Variable i definiert. Und jetzt wird der Wert oder wird der Name i bereits benutzt in der im Initialisierungsausdruck von i. Das geht nicht. I ist erst hier hintergültig, kann also erst hier hinter genutzt werden. Insbesondere kann i jetzt aber im Rumpf der Prozedur bis hierhin verwendet werden, insbesondere hier. Aber hier wird jetzt eine lokale Variable v angelegt, deren Gültigkeitsbereich endet mit Ablauf des Blockes, in dem sie definiert wird, sodass ich i gleich v hier nicht mehr schreiben kann. V ist nicht mehr gültig.